Hallo, ich bin Sebastian von Artist Travel und das ist meine linke Hand. Heute geht es um Bäume. Eigentlich genauer gesagt darum, einen Baum schnell und einfach mit einem Bleistift zu skizzieren. Nachdem ich draußen Herbstwetter habe, bin ich heute nicht rausgegangen mit der Kamera, sondern habe mir einen Baum hier reingeholt als Vorlage. Eine wunderbare alte Eiche hier, die ich so ein bisschen als Anregung nutzen werde. Ich habe nicht vor, sie eins zu eins abzuzeichnen, sondern sie soll wirklich nur als Inspiration dienen. Bei dem Baum, genauso wie bei allem anderen, was wir zeichnen, ist es eigentlich erstmal wichtig, die Grundform zu verstehen. Ich zeige das nochmal kurz und deute das hier mal an, was ich gleich machen werde. Ich sehe also hier mal die Umrisse der Krone, eine Krone, die eher breit ist. Ich gucke, wo ist die Mittelachse ungefähr. Ich sehe, dass hier Äste durchschauen, dass die Krone eigentlich zwei große Teile hat. Und sehe natürlich diesen enormen Stamm hier unten, der da mit dem Schatten auf dem Boden steht. Also das sind alles die Dinge, die wir mal als grundsätzliche Struktur festhalten, bevor wir ans Detail gehen. Wir sozusagen teilen unser Blatt also auf und sorgen erstmal dafür, dass der Baum in seiner Grundform hier aufs Blatt kommt. Ohne dass wir uns jetzt groß kümmern um Details, um Blätter, um Äste oder irgendetwas. Darum geht es im Moment nicht. Im Moment geht es wirklich nur darum, wie sitzt der Baum da im Blatt, in unserem Blatt, was ungefähr hier jetzt enden soll. Auch ein typischer Anfängerfehler. Malt euch nochmal einen Rahmen ins Blatt hinein, denn sonst bestimmt der Papierhersteller, wie groß euer Bild hinterher werden soll. So könnt ihr immer noch euren eigenen Rahmen mal sprengen und habt deswegen trotzdem immer noch ein bisschen Rand nach links oben und rechts und unten übrig. So. Ich mache hier mal mit meinem Baum weiter, deute so ein bisschen das Blätterkleid an. Lege jetzt auch schon Wert darauf, dass man hier also diese zweigeteilte Krone hat, den unteren Teil und dann nochmal hier oben einen Teil. Aber auch da, ich bleibe ganz, ganz allgemein. Ich fange jetzt nicht an, Blättchen zu skizzieren und zu zeichnen, sondern ich zeichne wirklich nur grob ein, wo ist denn was. Ich weiß jetzt auch, hier kommt irgendwo dann nochmal so ein Ast unten raus. Hier vielleicht auch nochmal. Hier auch nochmal und versuche dann hier unten den Stamm anzusetzen. Der ist zweigeteilt. Hier verzweigt er sich. Hier geht ein großer Unterstützungsast zur Seite weg, der es dann dort hineingeht. So. Und dann natürlich am Boden mit ein, zwei massiven großen Wurzeln endet der Baum. Damit habe ich ganz grob jetzt die Grundform des Baumes. Habe mir hier auch mal eine Horizontlinie eingezeichnet, also so eine Andeutung von Landschaft gemacht. Nach oben lasse ich das jetzt frei, mal keine Wölkchen hin oder so. Es soll ja erstmal heute nur um den Baum gehen. Was ist jetzt wichtig? Zunächst mal ist wichtig, dass wir begreifen, dass ein Baum ja auch nichts anderes ist als eine dreidimensionale Form. Im Grunde kann man sich das vorstellen als eine Kugel, die so ein bisschen plattgedrückt ist, hier oben drüber, als ein Stab, der unten in die Kugel reingesteckt ist, unten drunter, und als ein Schatten, der sich hier unten am Baum ergibt. Wichtig, um das alles bestimmen zu können, ist, von wo kommt das Licht? Wenn ich also mal annehme, dass das Licht von hier oben links kommt, dann ist eigentlich klar, dass der Schatten schon mal so gar nicht fallen kann. Deswegen nehme ich den gleich wieder weg. Sondern dieser Schatten wird natürlich nach hier rüber geworfen und fällt dann nach hier drüben. Außerdem muss ich mir vorstellen, dass dieser Stamm natürlich nicht einfach nur platt ist, sondern eine Röhre. Das heißt, der Schatten liegt eigentlich hauptsächlich auf der rechten Seite hier. Und natürlich wirft dieser Wattebausch hier oben oder diese Kugel hier oben auch auf den Stamm wiederum einen Schatten, der hier in diesem Bereich oben besonders dunkel ist, weil das Licht ihn gar nicht erreicht, weil diese Kugel ihn abschattet. Und die Kugel, so wie jede Kugel, das mache ich jetzt ganz bewusst ein bisschen übertrieben, mache ich jetzt hier so eine richtig feiste Kugel, eine plattgedrückte,
hat einen Glanzpunkt irgendwo und hat irgendwo, wo sie der Sonne völlig abgewandt ist, natürlich den stärksten Schatten. So. Das ganz schematisch, ganz bewusst schematisch gezeichnet, um euch klarzumachen, dass das natürlich bei einem Baum in der Realität auch nicht anders ist. Das heißt, hier unten am Stamm, wo der Stamm sozusagen in der Krone verschwindet, da sitzt ein Schatten. Überall da, wo der Stamm im Blätterdach verschwindet, beschattet das Blätterdach den Stamm. Und da, wo die Sonne dann den Stamm wieder erreicht, also hier weiter unten, wird es dann etwas heller. Nehmen wir auch hier mal an, das Licht käme von hier oben links. Dann wäre der Stamm also an dieser Seite wieder etwas dunkler, an der heller. Und der Schatten, den der Baum wirft, der würde hauptsächlich in diese Richtung fallen. So. Soweit, so gut. Jetzt muss ich meinen Bleistift etwas nachspitzen, um sicherzugehen, dass ich dann auch gleich in die Details gehen kann. Das Blätterkleid habe ich in einer solchen Skizze überhaupt nicht vor, im Detail zu zeichnen. Das würde Stunden dauern und weder ihr noch ich haben die Zeit, darauf zu warten, bis ich damit fertig bin, 20.000 Blätter hier eingezeichnet zu haben. Ich beschränke mich völlig darauf, hier erstmal ein paar Blätter anzudeuten, so dass einem klar ist, dass es hier nicht mehr um die Umrisslinie geht, sondern um die einzelnen Blättchen. Ich fange außerdem an, den Stamm ein bisschen klarer durchzuzeichnen. Ich zeichne hier die Umrisslinie, mache vielleicht das Umfeld ein bisschen klarer, indem ich es etwas grau anlege, einfach indem ich meinen Bleistift verschummere. Und gehe hier oben dann hin, auch wieder mit ein paar Blättern. Lege dann hier oben etwas klarer fest, wo die Äste laufen, die ich vorhin nur grob eingezeichnet habe. Hier vielleicht noch einer. Das zeichne ich jetzt natürlich schon nicht mehr von meiner Vorlage ab. Ihr erinnert euch, hier liegt sie noch. Sondern das mache ich jetzt wirklich aus dem Kopf. Nur wenn ich das Gefühl habe, das wirkt nicht natürlich an der Stelle, dann gucke ich nochmal auf meine Vorlage. Aber generell kann ich mir jetzt natürlich mittlerweile irgendwo schon vorstellen, wo jetzt hier noch Äste herkommen können und wo nicht mehr. Und sorge einfach dafür, dass es irgendwo halbwegs Sinn macht. Auch hier gehe ich wieder ganz stur vor. Überall da, wo dieser zweite Teil der Krone Schatten wirft, da zeichne ich auch Schatten ein. Das macht das Ganze schon etwas realistischer. Und auch an dieser zweiten Krone oben gibt es natürlich eine dunklere Stelle, so wie hier, hier unten und eine hellere Stelle hier oben, wo das Licht drauf fällt. So, ihr seht jetzt schon grob jedenfalls, dass der Baum eine gewisse Persönlichkeit und Struktur bereits kriegt. Und dass er sich an einigen Stellen schon recht gut vom Umfeld abhebt. Jetzt mache ich noch einen Trick, indem ich den Hintergrund ganz leicht einfärbe. Also wirklich nur ganz leicht. Das soll jetzt hier kein Gemälde werden. Dem Himmel also sozusagen dahinter einen ganz leichten Ton gebe. Tue ich mir nachher leichter, die Stellen der Krone, die wirklich ganz hell sein sollen, nämlich die hier oben, wo das Licht drauf fällt, einfach stehen zu lassen. Ich muss dann nicht mehr allzu viel arbeiten. Ich muss das jetzt nur wieder etwas verschubbern, mache ich gerade. Und ihr seht schon ganz deutlich, wie jetzt hier Helligkeiten und Dunkelheiten auch durch den Hintergrund schon entstehen. So, das soll ja nur eine Skizze sein, deswegen will ich jetzt auch nicht mehr Stunden verbringen, damit den fertig auszumalen. Ich mache ihn nur noch so weit, dass ihr seht, in welche Richtung das hier geht. Erstmal die Rinde. So ein Baum, hier mal der Einfachheit noch mal etwas größer dargestellt, hat ja eine bestimmte Rindenstruktur. Die ist in dem Fall, wir haben hier eine Eiche, ein bisschen länglich. Manchmal ist sie etwas kürzer. Was ich nicht mache, was ich nie mache, ist, ich versuche nie, die Rinde im Einzelnen jetzt abzuzeichnen. Ich versuche nur, mich in so einer Art
Rindenmeditation zu begeben und die Rinde, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, nachzufühlen. Das heißt, wie ist die Rindenstruktur so, dass sie in meinen Augen Sinn macht? Und dann, wenn ich das gefunden habe, dann male ich das im Grunde oder zeichne ich das im Grunde nur noch aus dem Gefühl nach. Und ich zeichne es auch nicht komplett fertig, sondern ich mache es nur so lange, bis ich das Gefühl habe, jetzt erkennt man die Rinde, erkennt man die Baumstruktur und ich kann das so stehen lassen. Das hier jetzt nur ein Beispiel. Auch hier wieder wichtig, diese Säulenform des Baumes zu betrachten und zu beachten, sodass es nach links herüber jetzt wieder etwas heller wird und nach rechts herüber dunkler. Das Gleiche mache ich hier. Ich denke mir also eine Rindenstruktur aus, so, die der Realität in meinen Augen recht nahe kommt. Ich male das hier nicht aus, ganz wichtig, nicht alles fertig malen, sondern dem Auge auch offene Stellen lassen, hier auch an diesem Baum. Nicht alles komplett fertig machen, so. Und damit habe ich eigentlich das Thema Stamm und diese Verzweigung hier schon erledigt. Dann mache ich noch ein bisschen klarer hier unten den Schatten, sodass der Baum wirklich eine gute klare Krone hier bekommt und fange hier an, noch einmal Grundform der Krone nachzuarbeiten. Denkt dran, die Krone muss am Schluss ein bisschen wie eine Kugel wirken. Das heißt, ich komme nicht umhin, hier unten noch deutlicher, als ich das bisher gemacht habe, einen Schatten zu legen. Ihr seht, wie ich das hier mache. Ich schubbere wieder ein bisschen. Ich fange aber auch an, hier in den Randbereichen meine Blätter deutlich dunkler zu legen, als ich die in den anderen Bereichen vielleicht gemacht habe. Das seht ihr hier, so dunkler Rand, etwas dann auch verschubbert, aber im Wesentlichen dadurch erreicht, dass ich Blätter und Rand mit etwas mehr Nachdruck jetzt zeichne. So, wieder Blattstruktur, genauso wie die Rinde. Um Gottes Willen nicht versuchen, jetzt jedes Blatt zu zeichnen, das kriegt ihr im Zweifelsfall sowieso nicht hin, sondern einfach die Blätter so anzusetzen, dass in euren Augen hinterher die Natur des Baumes oder der Natur des Baumes Genüge getan ist. Hier sieht man das, dass das Ganze also nicht mehr aussieht wie eine Ellipse eben künstlich, sondern dass das Ganze etwas natürlich und selbstverständlich daherkommt, sodass man dem Baum den Baum auch abkauft. Das Gleiche nach hier oben, also auch hier wieder den unteren Teil der Krone etwas abdunkeln, sodass man wieder das Gefühl hat, dass wir hier wirklich einen dreidimensionalen Körper vor uns haben. So. Ich bin aber bewusst, gebe ich dem Baum oben auch etwas mehr Luft, werde etwas leichter nach oben hin und etwas unperfekter, etwas offener als unten, einfach um dem Charakter der Zeichnung hier gerecht zu werden. Denn letztlich geht es ja auch darum, eine schöne Zeichnung hinterher auf dem Papier zu haben und nicht nur darum, einen Baum möglichst realistisch und möglichst bis ins letzte Detail dargestellt zu haben. So. Jetzt seht ihr das schon, die Grundform des Baumes ist schon ganz gut getroffen. Der Baum steht schon ganz gut in der Landschaft auch, weil er hier einen klaren Schatten wirft. Und man könnte jetzt sicherlich noch an der einen oder anderen Stelle nacharbeiten, aber das überlasse ich jetzt gerne auch euch. Ich lasse meinen hier jetzt mal so stehen, meine 100-jährige oder 1000-jährige Eiche. Und denke, man bekommt eine Idee, zumindest jetzt, wie man einen Baum skizzenhaft und doch realistisch darstellen kann. Dankeschön für heute und viel Spaß beim Selberzeichnen. Tschüss, euer Sebastian von Artist Travel.